Moin Moin zusammen. Ja, heute mal etwas eine erweiterte OKF. 8.1. Demonstrationswoche beginnt und ich würde sagen, wir schauen mal, was so los ist. So, ja, ihr seht, das darf natürlich nicht fehlen. Und bisher ist hier auf jeden Fall auch noch alles relativ ruhig. Mal gucken, ich bin jetzt mal unterwegs in Richtung Stadt und mal schauen, was da so abgeht. Oh, hier stehen die ersten, wie man sehen könnt. Die Autobahn ist zwar nicht dicht, aber hier stehen schon mal welche. Hier rechts, links könnt ihr sehen. Und hier rechts stehen auch welche. Könnt ihr nicht ganz so gut sehen. Aber hier stehen sie. Aber die Autobahn ist nicht dicht. Die haben sich auf die Mittelinseln gestellt. Finde ich gut. So, jetzt kommen sie hier schon mal vorbei, Leute. Wie ihr sehen könnt. So ist das richtig, Leute. So ist das vollkommen richtig. Jawohl. Schade. Hier durfte man leider nicht mitfahren mit dem PKW, obwohl hier einer war, aber das wird wahrscheinlich irgendein Angehöriger sein. Mehrere waren ja schon hier. Aber das wird irgendein Angehöriger sein von
irgendwelchen Firmen oder sonst irgendwas. Ja, ist was Wahres dran an dem Spruch, ne, würde ich mal sagen. Ist was Wahres dran, Leute. Ihr seht, selbst LKWs sind da unterwegs. Der andere Presse, Heini aus Mettmann, fährt wieder. Auf Wiedersehen. Der andere, sage ich schon, ich bin ja gar kein Presse-Heini. Das sind auf jeden Fall einige. Also wenn ich mal schätze, so 100 würde ich sagen, sind auf jeden Fall. Und das geht ja ab heute eine Woche. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video schneide werde. Mal gucken. Ja, ich bin ein bisschen am Zittern, weil es ist ja nicht gerade warm. Ne? Ihr seht vielleicht, es schneit. Also es ist kalt, sagen wir mal so. Ah, da kommen noch ein paar schöne Schilder. Opa, was ist ein Bauer? Landwirte brauchen Zukunft, ja. Ja, es ist verständlich. Ich finde es gut, was sie machen. Ich finde es super. Ihr habt ja gesehen, ich habe bei mir auch ein bisschen Flatterband dran gemacht. Einfach um zu zeigen, dass man hinter den deutschen Landwirten steht. Landwirtschaft ist bunt, nicht braun, hat er auf dem Schild stehen. Ja, habt ihr vollkommen recht mit. Wofür man schon überall die Bauern für brauchte, braucht man sich nur mal Wacken anzugucken, da braucht man sich nur mal das Ahrtal anzugucken. Also wer sagt, man braucht die nicht, man kann auch importieren, der hat im Leben verspielt, definitiv. Man braucht die deutsche Landwirtschaft. Man sieht es immer wieder. Aber es interessiert ja anscheinend nicht viele, leider Gottes. Die meisten denken halt, man kann einfach importieren, ja. Oder die denken halt, die Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt. Ja klar, kommen die aus dem Supermarkt, aber wo kommen die vorher her? Nämlich genau von den Leuten, die jetzt hier gerade vorbeifahren. Und das ist nämlich das Gute, dass es die Leute gibt. Natürlich sind hier nicht nur die Bauern bei, na klar. Hier sind auch die Spediteure bei. Hier zum Beispiel Reuters. Angendorn eben war in Baumschule. Der LKW, der Weiße, war von Angendorn Baumschule. Ja, Landwirtschaft braucht Zukunft. Genauso sieht es aus. Kleinbielen, jawohl, Pelters, Landmaschinenhändler müsste da sein, ne? Pelters, Baumschulen, ah ja genau, Baumschulen, richtig, stimmt, Verzeihung. Bielen. Ach, verdammt ist das kalt und das sind nicht wenige gerade, muss man mal dazu sagen. Es sind definitiv nicht wenige hier, Leute. Ihr seht das, Landwirtschaft braucht Zukunft, die Ampel fährt Deutschland vor die Wand. Das steht auf dem Schild da. Ja, da kommen noch mehr Schilder. Noch einer von Reuters.
Jungbauer auf der Suche nach Zukunft. Klima, Wasser und Artenschutz. Ja, aber bitte mit uns und nicht gegen uns. Ja, Rosendahl. Okay, ist auch dabei. Wir ackern für den Frieden. Vollkommen richtig. Ach, eine schöne New Holland. Guckt euch den mal an, Leute. Der sieht doch geil aus. Ich zitter so krass, ne? Es ist so arschkalt, Leute. Landwirtschaft braucht Zukunft. Ja. So ist es immer wieder. Aber leider hört die Politik ja nicht auf die. Oder leider macht die Politik ja das, was alle oder wo alle gegen sind, beziehungsweise alle sind ja gegen so Sachen. Und ja, leider Gottes müssen die den Schritt führen. Ach, Köhnen, schau mal an. Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig. Jawohl. Hungrig und nüchtern, so steht es auf dem Schild. Und das sind verdammt viele Leute, ihr seht, das sind verdammt viele. Und das wird nicht bei einem Demonstrationszug bleiben, beziehungsweise bei einem einer Sternfahrt, so wie es hier genannt wird. Das werden noch viele, viele, viele mehr diese Woche werden. Und das ist vollkommen richtig so. Bonuslohnunternehmen, jawohl, beziehungsweise Gemüsebauerbonus, entschuldige. Man braucht sich ja nur mal umgucken. Es blinkt überall die ganze Straße runter. Dieses Zittern nervt mich, Mann. Ich habe leider kein Gimbal. Ich habe leider so ein einfaches Stativ. Ja, jetzt kommen sie sogar mit einem alten Bundeswehrfahrzeug. Sehr schön. Guckt euch das mal an, ey. Geil. Ein Funken Hoffnung. Die Schilder haben sie noch von Weihnachten.
Und immer schön zurückgrüßen. Die sehen wahrscheinlich auch so ein bisschen das Flatterband an meinem Auto. Aber wir müssen überlegen, wir sind jetzt schon bei 13 Minuten 30. Und ich denke, es sind noch kein Ende. Kubota, selten hier unterwegs. ABC, oh, Dienstleistung auch unterwegs, ach süß. Ja, scheißegal, immer, scheißegal. Alles ist möglich, ihr seht es ja. Von klein bis groß. Fährt ja alles mit. Schachmatt, erst stirbt der Bauer, dann fällt der König. No farmers, no future, ja. Das ist einfach so. Die Ampel bringt das Bauernende, alles andere ist als eine Zeitenwende. Ja. Da kommt noch ein Radlader auch noch. Mein Gott. Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen nur noch importiert. Du entscheidest am Regal. Ja. So vollkommen richtig, aber. Ja, ich weiß nicht, ob der LKW dazugehört. Wahrscheinlich nicht. Der hat es bestimmt einfach dazwischen gequetscht. Weil er wahrscheinlich gedacht hat, was ist hier los heute. Schön mit dem Radlader. Sehr schön. Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig und nüchtern. Ja, korrekt. Ah, da ist das Ende. Da kommt die Polizei. Ja, hier steht immer dasselbe. Ist der Bauer ruiniert, wird dann Essen importiert. Ja, Leute. Was soll man dazu sagen? Ich find's gut. Ich find's super. Wir schauen mal, was noch weitergeht. Boah, reinzoomen, bis es am Zittern. Bis gleich. So, ich stehe jetzt hier mitten in Viersen. Und vier zwischen Viersen und Süchteln bzw. Forst. Und hier kommen die jetzt gleich lang. Und ja, bin ich mal gespannt. Mal gucken. Mal schauen. So. Da kommen sie. So, wir sind angekommen am Zielort, wo die gleich aufschlagen werden, sofern sie noch nicht da sind, nämlich hier in Krefeld. Mal schauen, würde ich mal behaupten. Schau mal, was so abgeht hier in Krefeld. So, angekommen am Spröntalplatz in Krefeld und ja, im Moment ist hier noch ein Zirkus, wie ihr sehen könnt. Aber hier sollen die gleich ankommen. Also so in 20 Minuten ungefähr, denke ich mal, dürften die hier sein. Ich bin mal gespannt. Mir ist gerade mal aufgefallen, Leute, dass das Video extrem lang wird und deswegen werde ich da zwei Teile draus machen. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Für den ersten Teil soll es das gewesen sein. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit, ja, ich würde sagen, dem größten Teil eigentlich der Ankunft des Demozuges in Krefeld auf dem Spröntalplatz.
viel Spaß dann beim Video.